Mein Name ist Manu. Ich arbeite für den Knarrclub seit circa 3 Jahren. Angefangen habe ich hier als Stammgast, also dass ich wirklich herkam, um zu feiern. Und später wurde ich dann hier DJ, habe angefangen aufzulegen. Und vor 3 Jahren habe ich es dann bis ins Büro geschafft, kümmere mich jetzt um das ganze DJ-Booking und die ganze Werbung, PR. Bisschen ja, arbeite daran, dass die Kunden zufrieden sind, kümmere mich um die auch Kundenakquise, dass wir neue Leute rankriegen. Ich hänge an dem Laden, also ich bin hier seit über 10 Jahren. So, wie gesagt, als Stammgast habe ich angefangen, inzwischen arbeite ich hier, bin glücklich, fühle mich wohl und möchte im Grunde das weitergeben, was ich hier alles an Erfahrung gewonnen habe und den ganzen Spaß, den ich hier hatte, den sollen halt auch die jetzigen Jugendlichen haben und auch noch die nächsten Generationen. Stressfaktoren sind immer gegeben, weil ich habe keine festen Arbeitszeiten. Also wir haben unser Büro offen von 10 bis 18 Uhr. Also ganz normal eigentlich, es glaubt immer keiner, weil die denken alle, wir arbeiten nachts und rufen auch immer erst ab 20 Uhr oder so hier an. Aber wenn man mal logisch rangeht, ich sag mal so sowas wie Presse, Zeitungen, die sitzen ja auch tagsüber in den Büros und mit denen müssen wir ja arbeiten. Und da ist klar, dass wir dann tagsüber hier jemanden haben müssen, der hier ist und sich darum kümmert. Und aber es gibt halt viel zu tun und viele Faktoren, so dass man nie wirklich sagen kann, man fängt hier um 10 Uhr an und ist abends raus. Das ist ganz wichtig, dass man hier auch mal abends vor Ort ist und sich alles anguckt, weil wenn man jetzt nur tagsüber im Büro sitzt und die ganze Planung macht, die DJs anruft und bei der Presse irgendwelche redaktionellen Beiträge rausholt, dann heißt das noch lange nicht, dass man alles richtig macht. Also man muss abends auch mal hier vor Ort sein, sich alles angucken. Also man will das ja wahrscheinlich auch, weil man plant ja Partys, macht Flyer, macht Poster etc. Und dann will man ja auch wissen, wie es bei den Leuten ankommt, ob die Spaß haben und ob alles funktioniert, ob der DJ das hält, was er verspricht. Und da ist man dann abends auch gerne mal freiwillig hier und guckt sich das an. Und außerdem bin ich eh noch gerne als Gast hier wie früher. Im Februar 1952 entstand das Jugendheim Ernst Knark. Sport und Spiel waren das Motto des Jugendheimes und so sollten einige Tischtennisplatten die Jugendlichen den wesentlichen Einflüssen von Rock und Pop entziehen. Im Jahre 1973 wandelte sich die Einrichtung per Erlass zum Jugendclub mit Tanzmöglichkeiten um. Später entstand der Konzertfloor, in dem die Bands wie Rammstein und die Toten Hosen einen Namen machten. Mein Name ist Katharina, arbeite hier seit 3 Monaten, war hier vorher Stammgast. Und ich arbeite an der Theke, ich halte Getränke raus, Spaß. Ich mache Party hinter der Bar mit den Leuten. Weil dieser Club einfach viel bietet. Also du kannst hier eigentlich, du hast hier jede mögliche Musikrichtung, du hast hier Elektro, du hast 80er, 90er, du hast jede mögliche Rockrichtung, du hast die Karaoke-Bar, du kannst dich zurückziehen und dann noch die Atmosphäre einfach. Inzwischen hat der Club 4 Etagen, wo für jeden etwas dabei ist. Ich glaube, wir sind beliebt einmal, weil es uns wirklich schon sehr, sehr lange gibt, weil selbst meine Eltern schon hier feiern waren. Von der anderen Seite her denke ich, dass wir interessanter sind als jetzt irgendwelche Szeneclubs, weil wir halt nicht Wert darauf legen, irgendwie Indie zu sein, Hip oder sonst was, sondern wir wollen einfach Spaß bieten. Und wir sind relativ groß und das wollen wir auch nutzen. Wir bieten 4, 5 verschiedene Musikstile an, plus Karaoke. Und ich denke, das macht den Reiz aus irgendwie, dass man hier Spaß haben kann. Wir bieten einfach mehr. Also wir haben ein ausgewogenes Programm, wo wirklich für jeden was dabei ist. Wir machen ganz, ganz viel online, weil wir denken, da liegt die Zukunft. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Praktikantin, Sophie, die sich darum kümmert, Online-Magazine zu finden, irgendwie Communities, wo man die Events eintragen kann, wo man Werbung machen kann. Und dass wir verstärkt in diese Richtung gehen, dass man bei Google bloß noch irgendwie Party eingibt und sofort einem das Knark empfohlen wird. Und andere Sachen, also so Zeitschriften wie jetzt 030 etc., ist natürlich immer noch auf dem Plan. Da machen wir viel Werbung, ganz normal Texte, also wer bei uns auflegt etc. Und auch mit Bildern und redaktionelle Beiträge etc. Und ja, jetzt Flyer ganz normal, wir plakatieren, sowas in der Art. Ich gebe zu, es gab mal Zeiten, wo es einfach nicht gepasst hat vom Team, wo man Kollegen hatte, das einfach nicht harmoniert hat. Aber inzwischen haben wir ein sehr gutes Team.
kann man sich nicht beschweren. Also da arbeitet jeder für jeden und jeder ist für ihn da und springt ein und so muss das laufen. Man sieht nur mit dem Herzen.